Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde der Nacht, zu einer neuen Folge Tomb Raider, ja. Ich wollte eigentlich ganz gerne mal gucken, ob ich hier diese Höhle noch finde. Da porten wir uns mal eben hin, würde ich sagen. Hier über die Schnellreise. So, einmal hier hinten hin. Müsste laufen. Ja, wollen wir. So, dann gucken wir mal. Hätte ich jetzt auch vorbereiten können, die ganze Geschichte, ne? Naja, ist egal. Machen wir mal weiter. Ich habe gerade versucht, ein Ditting-Video zu machen. Weiß nicht, ob der Zirkus Halligalli gesehen Ditting heißt. Man sitzt und tanzt dabei und da habe ich super Schönes gemacht heute im Auto und kriege direkt einen fetten Claim. Ich muss mal gleich ausprobieren, ob ich da irgendwie drumherum komme, indem ich da irgendwie die Frequenz oder die Höhe oder was ändere, muss ich nachher mal ausprobieren. Ja, mal gucken. Wenn ich das schaffe, wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß damit. So, aber jetzt kommen wir erstmal zu Rise of the Tomb Raider. So, wir müssen jetzt irgendwo da unten hin. Was ist das? Ist das eine Seilrutsche oder was soll man das sagen? Das sieht aus wie eine Seilrutsche, Freunde der Nacht. Müsste da oben irgendwo sein. Hier die wahrscheinlich. Nee, das ist ein, so ein Strick. Wo geht denn die weg hier? Da oben irgendwo. Nicht da hoch. Was denn jetzt? Hier wurde gerade irgendwie gesagt, es ist zurzeit keine Internetverbindung möglich. Keine Ahnung, was das war. Was haben wir denn? Hier muss halt irgendwo doch abgehen. Wo ist denn das? Hä? Ich sehe hier nichts. Sehr, sehr komisch. Ohne hat hier keinen blassen Schimmer, wo hier irgendwas abgeht. Aber wir versuchen mal, das so irgendwie zu machen. Wo ist denn diese Höhle? Auf, wir markieren den mal und dann gucke ich mal, was der mir jetzt sagt. So, blau. Da ist doch bestimmt, ich muss hier eigentlich in diese Höhle da rein, oder? Aua, aua, aua. Haben wir ja geschickt gemacht. Ja, wir müssen in diese Höhle hier rein. So, und hier sollte doch irgendwie noch... Was ist denn der Stern? Herausforderung geschafft, okay. Münzversteck haben wir aber auch noch. Das sollten wir auch mal gucken. Okay, da haben wir schon mal Münzversteck. Guck mal, hier sind jetzt keine... Oh, da komme ich nicht dran, Freunde der Nacht. Da kommen wir noch nicht dran. Da sind nämlich, da brauche ich nämlich diese Seilpfeile. Die sind natürlich doof. Da komme ich noch nicht runter. Okay. Das ist natürlich doof. Blöd. Blöd, blöd. Warum liegt denn das noch? Naja, okay. Dann müssen wir wieder raus. Und dann können wir... Dann können wir der Story weiterfolgen, würde ich sagen. Würde ich sagen. Ja. Müssen wir hin? Wahrscheinlich da hinten irgendwo da hoch, ne? Würde ich mal so vermuten. Da hoch? Okay. Da muss ich hoch. Hüpf, hüpf, hüpf. Das war's. Da komme ich nicht. Doch, da komme ich da hoch. Oder nicht. Nein! What the fuck, ey. Okay, müssen wir anders springen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hochgekommen bin. Hier oder was? Ja, ich glaube, hier sind wir lang. So. Und nu? Da hinten hoch. Da hinten weiter hoch.
klettern wir mal hier hoch. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen umgucken, denn hier war ich ja noch gar nicht. Dass ich hier irgendwas vergesse. Okay, was sind das hier alles für Dinger? Können da hoch. Können aber auch hier weiter geradeaus und die Treppe hoch. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier mehr Sinn macht. Wir gehen erstmal hier lang, würde ich sagen. Guck mal. Wir haben schon alles an Bäume eingesammelt, was wir brauchen. Oh, weiß er denn, kann ich ihn durchsuchen, den Typ? Oder ist er nur tot? Der schläft bestimmt nur. Der ist bestimmt nur am Schlafen. Und Bäume haben wir genug. Kisten. Okay, dann gehen wir hier nochmal runter und gucken, ob hier noch irgendwas war. Da liegt nämlich noch eine Kiste. Können wir auf jeden Fall nur looten. Was ist hier? Kann ich das aufmachen? Nee, schade. Schade, schade. Hätte ich gerne Öl gemacht. Und hier sind wir wieder unten. Was ist denn? Was sind denn das hier für Dinger? Kann ich hochklettern oder was? Das war ja eine trickige Falle hier. Aber hier waren wir schon. Die Kiste war leer. Oh, jetzt muss ich hier nochmal ganz außen rum, ne? Oh, wie doof ist das denn? Das ist aber blöd. Da wurde meine Neugierde jetzt aber ganz schön bestraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich jetzt mir eigentlich denken können, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt hätte ich es mir denken können. Ich finde es ein bisschen nervig, dass die Wölfe die ganze Zeit am Rumheulen sind. Und hoch. Geht schneller. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, und rüber über die Rüben. Und da dran müssen wir alles nochmal neu machen hier. Und jetzt keinen falschen Fehler machen, ey. So. Kommen wir nicht hoch, ne? Schade eigentlich. Ja, alles kaputt gegangen da. Was? Breitblattkletterpfeile? Okay. Breitblattkletterpfeile. Was soll das denn sein? Keine Ahnung. Und hier hoch. So, und jetzt müssen wir gucken. Jetzt können wir weiter nach oben gehen. Und schauen, was da auf uns wartet. Nee, ne? Ach, da kann ich dran springen, okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nutzen Sie die Kommunikationskabel als Seilrutsche in die Gefängnisanlage. Was? Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Aktualisiert, Münzverstecker entdeckt. Aber jetzt zeigen sie mir die ganzen Münzverstecke. Wie doof ist das denn? Ey, die mache ich jetzt aber nicht, oder? Freunde der Nacht, mache ich jetzt die Münzverstecke? Nee, komm. Das haben wir jetzt abgehakt. Wir gehen jetzt hier weiter, würde ich sagen. Wir müssen hier eh nochmal rein. Und dann können wir uns nochmal überlegen, ob wir... Sind da meine Freunde da oben? Das sind nicht meine Freunde. Freunde der Nacht. Okay. Wir haben Feindkontakt. Werben wir aus. Na, noch mehr? Oder waren das die zwei?
Die zwei habe ich gut erwischt, würde ich sagen. Hier auch hoch. Ein altes sowjetisches Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Okay, vielleicht können wir hier erstmal. Hier hätte ich mich so ein bisschen anschleichen können. Was? Wo? Alter, wo kam der denn jetzt her? Den haben wir wohl übersehen gerade hier. Oder war das einer von den beiden? Ne, die beiden haben wir umgelegt. Und wir haben ein neues Lager entdeckt. Sehr schön. Wir haben auch eine neue Fähigkeitenpunkt bekommen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was das hier ist. Vergrößertes Zeitfenster für einen Ausweichkonter, der bei einem erfolgreichen Ausweichkill Bonus EP einbringt. Feldsanitäter, verbinden Sie Wunden schneller. Effekt verstärkt sich mit der schneller heilen Fähigkeit. Erledigen Sie beim Ausweichkonter Feinde ohne Rüstung durch zeitlich perfekt abgepasstes Drücken. Lautlose Exekutionen sind viel schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft. Drücken Sie Dreieck, um nichts ahnende Feinde in der Nähe zu eliminieren. Das hört sich doch gut an. So, gut. Gucken wir uns hier nochmal um, ob hier noch irgendwas liegt. Sieht aber erstmal nicht so aus. Da würde ich ja wieder zurückrutschen, ne? Aber ja gar nicht. Kiste. Hier ist eine Tür. Vorratsschuppen. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um dem Ausrüstungstechniker von Trinity Objekte abzukaufen. Gehen Sie auf Objekte zu und halten Sie Quadrat gedrückt, um sie zu kaufen. Kehren Sie jederzeit zum Schuppen zurück, um Objekte zu kaufen. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Ah. Die Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Okay. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Was hat denn hier? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Steigklemmantrieb ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Halten Sie an Seilschwing zur Aktivierung links gedrückt. Okay. Pistolenschalldämpfer. Universalpistolenschalldämpfer, der Schüsse dämpft, sodass der Feind nichts mitbekommt. Wird automatisch an Pistolen angebracht. Das hört sich gut an. Den nehmen wir mit. Jo, dafür brauchen wir also die Münzen. Okay. Waffenaufsätze. Waffenaufsätze sind schusswaffenspezifische Ausrüstungsteile, die an Waffen angebracht werden und ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten verändern. Alle Schusswaffen desselben Typs. Ja, war zu schnell. Das war zu schnell. Gewehrgranatwerfer. Okay. Auch nicht schlecht. Aber alles teuer hier. Alles teuer, teuer, teuer. Aber wenn ich mir so angucke, was die Dinger kosten, ne? Geht das Spiel noch ewig. So. Was haben wir hier noch? Eine Notiz. Oder ein Dokument. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen verdammten Seite der Geschichte. Okay. Ja, bist du wohl. Da war nichts mehr, ne? Da unten der Truck. Waren da noch, ob da noch irgendwas drauf war? Mal gucken nochmal. Wir gucken nochmal, warum läuft der hier so langsam?
Nee, da ist nichts drauf. Da ist nichts drauf. Da war auch kein Tor oder so was, ne? Nee. Oder? Kommen wir hier noch irgendwo durch? Ich zweifle das so ein bisschen. Was war da? War da nicht irgendwas? Da. Münzversteck oder was ist das? Tudu. Nee. Irgendwas anderes. Aber keine Munden. So, und rein und dann kann es weitergehen hier. Was ist da oben? Oh, nur eine Lampe. Nur eine Lampe. So, hoch hier. Und dann schauen wir mal weiter. So. Wir sind fast da runtergefallen. Muss erstmal gucken, ob ich hier irgendeinen sehe, den ich vielleicht schon abknallen kann von hier oben. Sehe momentan niemanden. Okay, wir riskieren das mal einfach. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Oh oh. Oh oh. Fuck. Ja, jetzt sieht sie mal da. Mit unserem Glück. Und schauen in der Geschichte zurück. Geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna.
Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Es hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich, stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Ja, Freunde der Nacht. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass die Stiefmutter oder was die da gerade war, da mit denen unter einem Hut steckt. Das war eigentlich sehr abzusehen. Aber gut, die Geschichte hat eine coole Wendung genommen. Ich hätte jetzt gedacht, die muss ja durch dieses Gefangenenlager schleichen. Etwas, was wir ihnen nicht geben können. Können mir so schon oder lieber. Wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. So, wer ist der Fremde hier in der Zelle neben mir? Kann ich dem vertrauen? Kann ich ihm nicht vertrauen? Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Ich bin immer sehr angetan, solchen Leuten an den Spielen zu vertrauen. Aber wie es weitergeht, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, alles Gute, euer Theodar. Ciao, ciao.